290 Pkw sowie 4 Motorradstellflächen. Der Park-and-Ride-Parkplatz ist eröffnet. Damit soll Pendlern und Reisenden die Möglichkeit geboten werden, ihr Fahrzeug problemlos über einen längeren Zeitraum abzustellen. Außerdem soll dies zu einer Entlastung der Verkehrs- und Parksituation in der Innenstadt führen. Cottbus ist der wichtigste Knotenpunkt für den öffentlichen Personennahverkehr in der Lausitz. Eine Einladung, auch den ÖPNV zu nutzen. Und das sah hier ganz anders aus. Das alte Postverteilzentrum war noch da gewesen. Und deshalb ist es natürlich Stadtentwicklung pur, wenn man eben diese Umgestaltung hier entsprechend auch umsetzt. Der Parkplatz ist ein wichtiger Schritt zur Gestaltung des geplanten klimagerechten Mobilitätsverkehrszentrums. Darüber hinaus ist er notwendig für die Entstehung des neuen Hauptbahnhofs, bei dem dann künftig der städtische Bus- und Straßenbahnverkehr besser eingebunden werden soll. Das sind große Vorhaben und deswegen ist diese Maßnahme so, so wichtig, weil sie die Grundvoraussetzung für weitere Maßnahmen darstellt. Wir haben damit eine Erleichterung, wir haben einen barrierefreien Zugang für alle Fahrgäste. Wir sind Oberzentrum, wir sind eine attraktive Stadt und der Bahnhof ist immer das Tor zur Stadt. Und damit ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass nun endlich dieser Hauptbahnhof barrierefrei und sehr modern ausgebaut wird. Um den Platz noch etwas attraktiver zu gestalten, wird er im Herbst diesen Jahres noch durch 65 Bäume vervollständigt. Doch zum Parken ist er inzwischen allemal geeignet.